So, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Jawohl, die Tiere gehen ab. Hoffe, das nervt euch nicht. Die Kühe auch. Alter, Junge. Leute. Leute. So. Nee, warte, so. Cool. Wir sind glücklich. Die aber nicht, ne? Es ist ganz schön eng. Ja, was machen wir? Wollen wir ein paar killen? Weiß nicht. Ja. Naja. Wir killen erstmal keine, ne? Wir möchten erstmal diesen Weg hier zu Ende bauen. Natürlich wieder erst am Tage, denn... Oder wollt ihr auch, dass ich nachts baue? Weiß nicht, gefällt das manchen unter euch? Bauen nachts? Falls das irgendwie so ein gutes Ambiance ist, ne? So ein gutes Ambiente in der Nacht, ne? Komisches Wort. Klingt auch ganz hässlich, finde ich. Genau, also falls das gut rüberkommt, nachts zu bauen, können wir das natürlich auch gern machen. So, warum benutze ich noch hässliche Wörter, ey, Mann? Das ist wie wenn man jemanden beleidigt. Ohne es gewollt zu haben. So, kommt her. Ich würde wohl eher sagen, ich habe mich selbst beleidigt, als ich das Wort benutzt habe. Das kommt ja vom Französischen, ne, glaube ich. Französisch ist ja eine schöne Sprache. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Es gefällt mir nicht, wenn in so einem deutschen Satz einfach mal so ein französisches Wort ist. Das klingt ganz schlimm, ja, für die Ohren. Wenn, dann muss der ganze Satz französisch sein. Aber nee, Quatsch. Französisch. Braucht man nicht. So. Ich habe das übrigens ein halbes Jahr in der Schule gehabt damals. Vor über 10 Jahren. Französisch. War schon interessant, ja. Bin aber froh, dass ich da nach einem halben Jahr wieder raus bin. Frag nicht warum. Ja. Nein, 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 nein. Unglück, Unglück. Französisch ist bad. Gott. Leute, hier. Hallo. Mein Gott. Oh Gott. Ja, du willst raus, ja? Denkst, bist schlau, ne? Oh, jetzt mischt er sich unter die Menge. Wir sehen ihn noch, ne? Wir sehen ihn, oder? Das war er, oder? War das der? Ja? Ihr könnt gern zurückspulen, um ihn zu verfolgen. Und zu gucken, ob das jetzt der Richtige war oder nicht. Ah, der will sich unter die Menge mischen. Du bist intelligent, du darfst dich fortpflanzen und töten dich nicht. Welcher war denn das? So, okay, tschüss Leute. Nein, nein, nein. Oh. Ich hoffe, das war er nicht. Oh Gott. So. Fortpflanzen vor allem. Dann müsste er sagen, du darfst Eier legen. Warte mal, können alle von denen Eier? Ja, doch. Cool. Wow, 8, 17 Flint. Ich weiß nicht, warum ich 18 gelesen habe. Egal. So, warte, Federn. Das letzte Material waren Strings, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie man Pfeile herstellt, ne? Sorry. Oh Mann, ey, man muss etwas erstmal einmal herstellen. Erst dann schaltet man es frei. Finde ich traurig.
Aber was soll's. So. So. Kies, Bruchstein und Diorit. Warte, warum haben wir das im Inventar? Warum haben wir das nicht angepflanzt? Uah. Ach, wir haben hier begradigt. Ah, das haben wir nicht eingesammelt. Egal. Nach dem Begradigen haben wir nicht weitergemacht, ne? So, weg mit dir. Du auch. Du am besten auch. Einfach so. So, was haben wir denn da? Oh Gott. Lul. Hey. Da ist wieder Sand. Was haben wir denn hier? Die Höhle sehe ich sehr oft, ja. Wir können hier auf jeden Fall auch Eisen abbauen. Für Eisen, sage ich. Ja, das auch. Meinte er Sand? Falls wir das mal brauchen. Hier auch. Und da hinten, ist das ein Riss? Ja. Das ist aber ein echt cooler Eingang, muss ich sagen. Wow. Hallo. So, komm, das nehmen wir doch noch mit. Wenn wir schon da sind, warum nicht? Das wird, denke ich, erstmal reichen. Wir haben mehr, als wir brauchen. So scharf bin ich jetzt gar nicht auf Bücherregale. Wir brauchen hier nur ein paar. Anscheinend werden wir hier auch ein paar zur Deko herstellen können. Naja. Ja, mit dem Brot. Sonst knallt's. Entschuldigung. So. Dies. So, jetzt haben wir alle drei Materialien. Weiß jetzt nicht, was wir hier machen. Bauen wir das zu? Das machen wir mal so, ja. Wir bauen das zu. Ah, dann brauchen wir aber nochmal Erde hier. Das Ding, können wir das noch brauchen? Nee. Das ist komplett useless. Das brauchen wir gar nicht mehr. Fürs Erste, also wirklich überhaupt nicht mehr. Oh, wir brauchen eine neue Kiste gleich. Wir machen sofort eine. Ah, dann müssen wir aber jetzt Holz herstellen, das wir auch nicht brauchen. Und unser Inventar zumüllen. Na, wir machen das nur so, warte. Das reicht niemals. So, und ihr werdet in Sticks verarbeitet. So, da sparen wir Platz. Zack, sehr schön. Noch eine Truhe. Wir machen hier so eine schöne Reihe, ja. Und da lang. Und hier, hier. Erstmal, ne? Packen unsere ganzen Truhen hier rein. Und später dann machen wir die kaputt. Und bringen sie irgendwo da in die neue Base, die natürlich noch nicht besteht. Und so schnell wird das auch nichts. Naja. So, ich würde sagen, hier bauen wir den Weg runter. Und ja. Das ist cool. Das ist echt cool. Dann würde ich hier sogar aber auch Fences benutzen. Ich sag mal so. Ab hier kann man runter oder hier ab da. Einmal hier und einmal da, würde ich sagen. So, das wird echt gut. Erstmal hier. Ups, na ja, gut, dann bleibt er.
Wenn du schon da platziert wurdest, dann war das. Dann war das halt so. So ein Fünferweg. Und hier jeweils Zäune. Aber ich wüsste aber nicht, wie das Design jetzt laufen soll. Wenn man hier Zäune nehmen möchte. Vielleicht Holztreppen nur? Ich meine, ich will dann Dock hinbauen. Ja, Holztreppen, ne? Auf jeden Fall. Dann bauen wir, cool. Dann bauen wir das mal zu Ende. So, ihr müsst weg, ja. Ah, die Samen halt, ne? Die brauchen wir gar nicht mehr. Braucht man sich gar nicht mehr drüber zu freuen. So. Oder das hätten wir einfach so lassen können. So, einfach Gravel. Wie sieht denn das aus? Da muss halt noch Gras drüber wachsen. Wir könnten sogar noch so was machen, ne? Wäre das gut? Was ist denn besser? So grün? Oder sowas? Ne? Es ist halt dunkel, leider. Wir machen mal so ein Stück. Wenn es uns nicht gefällt, müssen wir das ersetzen. Im Dunkeln kann ich mich nicht konzentrieren, ja. Wir gehen schlafen. Vor allem, wenn Vollmond ist, ne? Warte. Ah, okay. Ist kein Vollmond. Also eigentlich müsste das genau andersrum sein, ne? Gerade wenn Vollmond ist, da erwacht ja die innere Kraft, ja. Weiß nicht, wenn das, falls das einer kennt. Da müsste man am konzentriertesten, am stärksten sein, ja. So. Hat schon was Wahres, glaube ich. So, aber der Weg hier jetzt. Keine Ahnung, der gefällt mir nicht. Das sieht sehr schön aus mit den Lichtern. Das gefällt mir nicht. Das sieht einfach dreckig aus. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist hier auch Dreck. So. Hier werden wir mit Holz einen Weg runterbauen. Ich will das irgendwie schon machen. Aber wir haben schon welche hier. Cool. Wir sagen mal, das geht einfach hier. Wie groß darf denn das sein? Drei Felder? Ich will halt noch Zäune haben. Und dann so Zäune drum. Ja. Das ist Cobblestone, oder? Was wir hier haben. Bruchstein, genau. Null. Da habe ich gerade kurz das Mausrad berührt. Bin etwas hektisch, ja. So, ungefähr so sollte das Design sein. So muss es sein. Packen noch eine Fence drauf. Einen, cool. Die ranzig, ey. So. Ja. Wir könnten hier sogar eine Laterne bauen und dann ab hier weiter. Komm, es muss Holz ran. Ach, wir verarbeiten alles, oder? So, wie macht man nochmal Fences, Zaun? Das könnte reichen eigentlich. War das zu viel Holz? Ja.
So, die Blümchen packen wir wieder drauf aufs Feld. Die sind schön, ja. Und die kann man einfach nicht. Zwei, so drei. Und dann, was kam denn dann? Dann kam so ein Block. Also ein Block drüber. Komm, heute noch. So. Wir können später auch ein anderes Material nehmen. So, das ist jetzt so eine Art. Das ist halt eine Belichtung, eine Laterne. Ist die ein bisschen zu groß? Die ist ganz schön groß, ne? Also das hat irgendeine reiche Stadt gebaut, ganz klar. Das ist mega groß. Komm schon. So, wir machen mal zwei große. Lol. Ja, so können wir das auch bauen. Das wollte ich aber jetzt. Ach, das wollen wir gar nicht. Das wollte ich jetzt gar nicht so. Komm schon. Wir sind zu nah dran. Nein. Jawohl. Das ist so ein Zwei-Block-Hoher. Wir schauen das gleich, uns gleich mal an. Ich würde sagen, beide sehen gut aus. Weiß aber nicht, welcher jetzt mein Favorit ist. Hab keinen. Das, wo man den seitlich platziert, also so hier jetzt. Oder so. Der wäre auch nicht übel. Naja. Wir entscheiden später, je nach Gemüt. An dieser Stelle erstmal ein Cut, ja? Bis dann.